gute Lage. Dann plötzlich Bauarbeiten. Ein neues Treppenhaus entsteht. Fenster werden ausgewechselt, auch Türen. Ein aufgebrochener Dachboden. Was geht hier vor? Es ist kalt, es ist staubig, es ist nicht gut gemacht, es ist nicht schön gemacht. Das Leben ist als solches beeinträchtigt, dass man ein Angstgefühl hat, was passiert in der Zukunft. Es wird einem so das Zuhause genommen. Seit vergangenem Jahr haben die Häuser in der Schellingstraße 25, 27 und Türkenstraße 66 einen neuen Eigentümer. Den Mietern verspricht er in einem Brief, es wird sich nichts ändern, außer der Kontonummer. Der neue Eigentümer ist die Omega AG aus München. Ihr Partner für Luxusimmobilien. Auf ihrer Website präsentieren sie ihre Projekte. Eins davon ist das Blaue Haus, nur ein Stück weiter in der Schellingstraße. Das wird gerade saniert. Der neue Quadratmeterpreis? Bis zu 14.000 Euro. Droht eine solche Aufwertung auch hier? Im Erdgeschoss führt Bernhard Kitzinger ein alteingesessenes Antiquariat. Seine Familie hat das Geschäft seit fast 130 Jahren. Ihn quält die Ungewissheit. Man weiß nichts. Also der Worst Case ist, wenn es abgerissen wird. Mein Herz würde sehr bluten, ja. Wir rufen bei der Omega AG an, um nach den Plänen für die drei Häuser zu fragen. Wir erfahren nichts Konkretes. Und ein Interview wollen sie uns auch nicht geben. Wir fragen die Lokalbaukommission. Dort soll sich ein Anwalt schon im Januar nach der Möglichkeit eines Abrisses erkundigt haben. Die Behörde bestätigt die Anfrage. Man habe aber darauf hingewiesen, dass erst der Denkmalschutz überprüft werden müsse. Dumm nur, den Termin mit dem Denkmalschutz hat Omega zunächst verschoben und dann historische Teile aus dem Haus entfernt. Also mit brachialer Gewalt und Kettensägen da die alten, schönen alten Treppen raus. Innerhalb dieser drei Tage hat man jegliche historische Bausubstanz, sei es die Treppen, die Fenster in den Treppenhäusern oder sonstige Türen im Innenhof, hat man komplett beseitigt. Die Mieter glauben, dass der Denkmalschutz umgangen werden sollte. Omega argumentiert, dass das alte Haus nicht sicher war. Offensichtlich notwendige Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen sind nicht erfolgt und der allgemeine Zustand ist als äußerst kritisch zu beschreiben. Gleichzeitig ist das Treppenhaus nicht mehr verkehrssicher. Es herrscht akute Sturz- und Absturzgefahr. Das ist doch lächerlich! Einige Mieter haben sich einen Anwalt genommen. Rechtsanwalt von Poschinger Brey hält die Argumente der Omega für vorgeschoben. Dieses Treppenhaus hat über 100 Jahre gehalten und lustigerweise soll es im Februar 2018 soll in allen Häusern auf einmal Gefahr für Leib und Leben sein. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Die übertölpeln einfach in dreistester Weise die Mieter. Auch die Lokalbaukommission sagt uns am Telefon, dass sie an den alten Treppen nichts zu bemängeln hatte. Was also will Omega wirklich, wenn es gar nicht um die Sicherheit der Mieter geht? Wir erfahren, dass es gleich eine Begehung der Häuser mit Omega und Denkmalschützern geben soll. Die Gelegenheit, doch noch mit Omega zu sprechen. Ich habe gehört, die sollen heute Nachmittag kommen. Wissen Sie nicht? Okay. Und tatsächlich, sie kommen. Wir treffen den Geschäftsführer. Dass jetzt unsere Handwerker so spontan anfangen konnten, war einfach so nicht vorhersehbar. Und deswegen ist da die Kommunikation dann letztendlich etwas kurzfristig gewesen. Der Abriss der historischen Substanz? Ein unglücklicher Zufall? Was aber soll mit den Häusern am Ende geschehen? Gut, wir untersuchen verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass wir das Bestandsgebäude entwickeln. Zum anderen prüfen wir auch, ob man das Gebäude nicht gegen einen Neubau ersetzen kann. Omega hat damit öffentlich angekündigt, dass die Häuser auch abgerissen werden könnten oder zumindest radikal saniert. Keine guten Nachrichten für die Mieter, denn ihnen ist klar, in beiden Fällen werden sie wohl langfristig ihre Wohnungen verlieren oder nicht mehr bezahlen können. Wir werden hier gemeinschaftlich irgendwie würdelos behandelt, meiner Meinung nach. Irgendwie, ja, weiß nicht, wie es weitergeht und das ist nicht gut, kein schönes Gefühl. Ein schwacher Trost für die Menschen, die hier leben, dass das alles auf einem überhitzten Immobilienmarkt wie in München ganz normal ist. Der Skandal.